So, da bin ich wieder. Und zwar sind heute gleich zwei Pakete gekommen. Einmal das hier. Ich habe es schon aufgemacht, um zu gucken, was es ist, weil ich warte auch noch auf Autoteile. Da sind jetzt halt ja, Blindback-Figuren drin. Solche. Und ich würde sagen, ich nehme die jetzt einfach einmal raus. Und dann stelle ich die alle einzeln auf das Papier, was da vorne liegt. Und dann seht ihr die halt besser. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. So, habe ich das, die Kiste habe ich ja schon mal geöffnet. So. Oh, sogar noch nummeriert. Sehr schön. Sieht doch gut aus. So, dann machen wir, ich kippe die jetzt mal aus. Na, 1 Cent. So. Sehr schön. Ja, dann fange ich einfach mal an. Dann gucken, ob das von der Weite hinhaut. Dann die Kamera ein bisschen nach unten neigen. So, ich glaube, so ist besser. Ja, so ist gut. So. Einmal das. Stell die auch immer mit einem Cutie-Mark in die Kamera. Dann ist das besser. So. Also passt es noch. Sehr schön. So, einmal das. Mache ich jetzt eine neue Reihe. Noch eine Reihe. Sollte noch ins Bild. Yep. So, jetzt guck mal, was Außergewöhnliches. Ist auch kein Cutie-Mark drauf. Eine Gilda. Flim und Flam. So. Ja, das war jetzt die erste Tüte, die in dem Karton drin war. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt die nächste. Ich pack die jetzt mal eben provisorisch weg. So. Also geht das doch ganz gut. Zack, alle weg. Alles klar. So, das Blatt wieder ordentlich machen. Dann haben wir hier eine kleinere Tüte. Das hat sie aber super verpackt. Ach so, die Karten sind ja auch noch dabei von den ganzen Ponys. Oh. Die habe ich jetzt alle durcheinander gemacht. Egal, macht nichts. Zack, so. Die halte ich jetzt mal eben so rein. Ja, schön, dass sie hier mit Karte sind, da weiß man sofort, wer ist. Hier. So, das sind die Karten von dem Pack gewesen.
haben wir hier nur die beiden in der einen Tüte, die dazugehörigen Karten. Ja, dann die auch einmal auf Seite. So. Nochmal eine Tüte. Zwei ohne Karten. Oh. Einmal. Und eine kleine Fluttershy. Na, gewöhnlich. So. Die zwei. Einmal wieder weg. Auch nochmal extra legen. Na, jetzt habe ich glaube ich Mist gemacht. Jetzt sind mir welche aus der Tüte in den Karton gefallen. Geht sofort weiter. So. Ah, ist jetzt ein bisschen verunglückt die Tüte. Aber es ist nicht schlimm. Die Karten erstmal raus. Und gucken, dass ich alle Ponys habe. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. So. Pegasus fliegt weg, ja. Komm da weg jetzt. So. Ja, dann muss ich die mal alle kurz auf Seite machen, damit wir das wieder ordentlich hinkriegen. Moment mal, jetzt muss ich mal was vergleichen, weil hier ist eine Applejack. Aber ich sehe schon was. Eine Applejack und noch eine Applejack von vorhin. Aber die eine ist dunkler. Und die Mähnenfarbe ist anders. Die ist matt, die andere glänzt. Also zwei verschiedene Ponys. Gut, habe ich noch nicht. Die kommt wieder hier zu. Also einmal die. Sekunde, eben das Blatt wieder rücken. So. Einmal. Und dann einmal das. Der erinnert mich an meinen OC ein bisschen. Da hinten steht er, ich schwenk mal rüber. Ah, er hat grüne Augen. Passt also nicht ganz. Na gut, so, weiter geht's. Wieder zurückschwenken. Ah, quietscht hier ein bisschen. So, ich habe die Schraube noch angezogen. Kein Bock gehabt, die abzumachen. Oh, der sieht interessant aus. So. Noch eine Fluttershy. Die sieht aber auch anders aus als die vorige Fluttershy. So. Das war die vorige. Jo. Weiter geht's. Rarity. Die gefällt mir irgendwie von den Crystal am besten. Muss ich sagen. Finde die am schönsten von denen. So. Twilie. Noch ein Wonderbolt. Ja, steht. Banana Bliss. Finde ich auch ein schönes Pony. Gefällt mir auch sehr gut. Noch ein Wonderbolt. Eigentlich müssen die zusammenstehen. Nächstes Mal mache ich das auch so. Eine Dashi. Den Namen habe ich vergessen. So. Dann haben wir noch die Karten. Jetzt muss ich einmal kurz das Video unterbrechen. Und dann geht es sofort weiter. So, jetzt geht's weiter.
Und hier sind die Karten dazu. Ah, da ist er. Ja. Ist das immer anders? Tatsache. Ich wollte gerade sagen, ich habe euch die falsch rum in die Kamera gehalten, aber die sind ja immer anders, die Karten. Da ist immer das Pony vorne drauf. Ja. Und hier ist halt der Adels bei. Das wusste ich auch noch nicht. Dann hätte ich das bei den anderen Karten auch schon gemacht. Da ist er. Mir fehlen die Flügel und das Horn. So. Dann kommen die auch alle einmal weg. So. Einmal auf Seite mit euch. Jetzt habe ich hinter mir eins umgeworfen. Ich habe es gerade gehört, weil ich sitze genau mitten in meinen Ponys. So. Boah, ich sehe schon was Spezielles. Wave 4. Blatt wieder rücken. So. Ich sehe schon zwei Ponys, die mir sehr gut gefallen. Oh ja, oh ja. Oh, die kommen zum Schluss. Drei Ponys, die mir sehr gut gefallen. Die stelle ich zum Schluss auf. Jetzt fange ich einfach mal zufällig an. Einmal das. So. Später werde ich die alle nur einzeln fotografieren und dann auf meiner Facebook-Seite hochladen, auf meinem Profil. Da mache ich dann immer drei Seiten, also drei Fotos von drei Seiten, einmal von vorne, von rechts und von links. Ja, na. Pinkie Pie fällt immer um. Es ist nicht Pinkie Pie, aber es ist ihr Körper. So, bleib stehen, Fräulein. So, wieder einen dicken. Noch eine Applejack? Moment. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, die anderen waren gefärbt. Die hatten nur einen Cutie Mark und Glitzer. Genau. So. Das sind die. Kommt die dahin, die hierhin. So. Ja, immer kontrollieren. Nicht das, was doppelt ist. Bis jetzt ist noch nichts doppelt. Deshi sah gerade auch anders aus, das weiß ich. Da brauche ich nicht nachgucken. Trixie. Habe ich noch gar nicht gesehen heute. So. Na, hau mir nicht das. Na, hau mir nicht die Applejack um. Was soll denn das? Was für ein Benehmen. Ne, ne, ne. So. Wieder eine Flatterschei. Schon wieder. Da muss ich jetzt aber noch mal gucken. Ja. Die eine ist dunkler, die rechte ist dunkler, die linke nicht so. Ja, ich meine, ich habe aber noch eine gesehen. Ich such mal eben, ja, die war aber mit gefärbter Mähne auch. Also die ist aus einer anderen Wave als die. Und die ist halt dunkler als die, deswegen habe ich die noch nicht. So, jetzt habe ich die. Genau, die gehört dahin, die bleibt hier. Jo. Minuett. War das Lightning das? Ah, nee, ja. So. Bleib stehen. Jetzt kommen die Special Ponys, die mir sehr gut gefallen. Ich fange mal mit der hier an. Richtig schön, wie die glänzt. Wahnsinn.
Dann eine Rarity. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie die Folge heißt, aber ich erinnere mich dran. Da gab es diese Applejack auch. Die gefällt mir so gut. Die gefällt mir am besten von dem Satz. So. So, jetzt haben wir hier von der Wave. Weiter weg. So, da sind alle Karten von hinten diesmal gleich. Die sind alle gleich geblieben. Macht nichts. Drehe sie mal um. So. Daher, Vatershai. Oh, hier steht sogar ein Text auf Deutsch mit bei. Schön. Ja. Das war's. Machen wir mal den nächsten Satz. Ja. Also heute gibt's nur Kristallponys und Glitzerponys. Weil ich da eigentlich alle zusammen haben wollte. Zwei fehlen noch wahrscheinlich. Aber die finde ich schon. Das ist kein Problem. Ah, ich fall wieder da raus. Dann nehme ich eine andere Tüte. So. Oh, Mist. Die Karten. Egal. So, den lasse ich jetzt erstmal da liegen. Macht nichts. So, jetzt sind das fast wieder dieselben Ponys, aber der Glitzer ist komplett anders. Das ganze Finish ist anders. Oh, den wusste ich gar nicht, dass es den gibt als Blind Bag. Cool. Fangen wir mit ihm an. Ein Snips. Eine Prinzessin Twilight. Oha. Oh, wie schön. Ich mach mal kurz. So. Machen wir auf weiß und ganz hell. So, jetzt glänzt sie besser. Schön. Ich habe schon Glitzer an der vierten. So. Gilda auch einmal. Den Glitzer. So. Oh, die haben aber richtig heftig Glitzer. Oha, oh, wie geil. Das sieht ja mal richtig heftig aus. Boah. Von dem Satz gefällt die mir am besten. Schön. Definitiv. So. Daisy, habe ich auch nicht. Oh, das gefällt mir mit dem grünen Schweif. Wie das da richtig rauskommt, die Farbe. Boah, die ist schön. Bleib stehen. Noch eine Trixie. Noch eine Pinky. Boah, Pinky ist natürlich wieder am Übertreiben mit ihrem Glitzer. Cool. Applejack. Oh, Snails. Lightning Dust. Boah, den kann ich gerade nicht zuordnen, wer das sein soll. Mir liegt es auf der Zunge, aber mir fällt es gerade nicht ein. Sunshower Raindrops haben wir auch. Den Namen habe ich auch vergessen. So, hat das Video kurz aufgehört. Ich kann irgendwie nur immer 10 Minuten machen im 4K-Modus. Keine Ahnung warum.
Macht aber nichts. Ich kann das ja hinterher noch zusammenschneiden, werde ich auch machen. Oh oh. Oh, die ist aber auch schön. Wie kristallmäßig die ist. Boah, die ist wirklich. Ich hoffe, man sieht das so in der Kamera wie in echt. Also, die ist mega schön. Die sieht aus, als ob die aus Wasser wäre. Boah. Die ist toll. Boah, jetzt weiß ich nicht, welche mir besser gefällt. Die oder die? Die hat sogar einen kleineren Körper. Also von der Farbe her, also Flatterschei ist mein absolutes Lieblingspony, keine Frage. Das wird sich auch nie ändern, aber von dem Satz gefällt mir das wirklich am besten jetzt. Also so von der Verarbeitung her, so wie es, wie der Körper ist, ich kann da so durchgucken. Ich hoffe, man sieht das auch auf der Kamera, aber die ist mega. Richtig schön. Oh, die ist mega, mega schön. Ein Spa-Pony. Lotus Blossom oder wie ist die andere nochmal? Aloe. Das ist, glaube ich, Diamond Wishes oder wie sie nochmal heißt. Aber sieht auch interessant aus. Auch schön. Aber ich muss sie nochmal in der Kamera halten. Also die ist ja mega schön. Die ist richtig schön. So, die Karten dazu. Jetzt kann ich auch mal eben nach den Namen gucken. Von dem lilanen Pony mit der grauen Mähne. So, eben ein bisschen Platz machen. Sonst fällt hier gleich wieder was um. Ja, ich komme immer auf die Maus. Zack. Ja. Mit einem Flatterschei mit einer Applejack-Frisur. Zumindest von oben. Und ein Rainbow Dash Schweif. Okay. Hat die das da auch? Ne, da ist sie richtig. Okay. Green Jewel heißt sie, nicht Diamond Wishes. Das war was anderes. Rainbow Shine. Lotus Blossom, sag ich doch. Rüben Wishes, genau. Da ist er. Rainbow Swoop. Hä? Wo kommt der denn von? Den kenne ich überhaupt nicht. Fliegt über den Regenbogen. Aha. Was soll der sein? Nicht schlecht. Der gefällt mir. Klar. Ach, Sasa Flash ist das. Nicht Lightning Dust. Lightning Dust ist jemand anders. Sasa Flash, genau, richtig. Der Cutie Mark. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Und Lemon Hearts, das ist ja einfach. Die kann ich mir so gut merken. So, jetzt wird hier langsam eng. Zwei Tüten haben wir noch. So, einsortieren werde ich die auch noch. Ich weiß nicht, ob ich da ein Video drüber mache, weil viel anders als jetzt wird das auch nicht sein. Ich lasse die nochmal stehen, ich finde die so mega. So. Die ist so schön. So, eine Tüte war schon aufgehen. So, nächste. Oh, wer ist denn hier? Pinkie Pie habe ich. Ach so, ich weiß jetzt was. Die habe ich zwar schon, aber ich gucke gerade. Da ist Pinkie Pie. Die ist dunkel. Ihre Mähne glänzend. Und die ist matt, heller und durchsichtiger.
Ja. Auch schön. Welche waren das jetzt? Die war hier unten. Das waren die dunkleren. Ach, die sind alle ein bisschen dunkler, sehe ich gerade. Oh, ich sehe schon wieder ein Pony, was mir sehr gut gefällt. Jetzt wird es aber einfacher, ein bisschen. So. Gut, los geht's. Pinky steht schon. Moment mal. Haben die eine andere Körperhaltung? Nee. Gucken wir mal eben den anderen noch mal an. Nee, die haben alle die gleiche Körperhaltung. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie das eine Bein anheben. Also mir ist es aufgefallen, dass es welche gibt, aber dass die das jetzt alle so haben. Cool. Und noch eine Dashi. Die ist auf jeden Fall matter als die andere und hat keine lackierte Mähne. Dann wird die einmal. Oh, die stelle ich mal hier vorne hin, weil die habe ich noch nie gesehen. Mit Glühbirnen als Cutie-Mark habe ich noch nie gesehen. Da muss ich mal gucken, wer das ist. Natürlich die Beste wieder. Noch eine Pinky? Die ist jetzt ganz durchsichtig, die Pinky. Die andere war dunkel, die andere hatte eine lackierte Mähne. Okay, ist auch eine andere. So, einmal die Rarity. Die ist in glänzender. Noch eine Trixie. Diesmal in sehr durchsichtig. Time Turner. Nee, gar nicht wahr. Oh, wie heißt sie nochmal? Weiß ich gerade nicht. Gucken wir gleich auf der Karte. Mir liegt's auf der Zunge. So. Also schöne Ponys. Guckt euch mal den Cutie Mark an. Na, muss ich mal eben manuell scharf stellen. Na. So. Schön. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, den Namen möchte ich wissen. Und den Namen wollte ich wissen. Den weiß ich, aber ich komme gerade nicht drauf. Jetzt kommt erstmal das Pony, was ich hier schon wieder am interessantesten finde. Das hier. So. Die Karten sehen von hinten so aus. Alle dieselben, habe ich gerade nachgeguckt. Fluttershy ist klar. Sugarcake ist auch klar. Trixie ist klar. Minuet ist. Genau, Minuet, richtig. Das war die. Das Minuet. Royal Riff hatten wir jetzt schon zweimal oder sogar dreimal. Merryway. Sagt mir nichts. Sondern den einen Cutie machen muss ich da mit den Glühbirnen. Electric Sky. Ah, die hört sich ja geil an. Electric Sky. Cool. Da muss ich mal nachgucken, ob es da wirklich was drüber gibt. Die interessiert mich jetzt. Chanzalot. Schön. Fairy Green. Ist klar. Sassaflash ist auch klar. Peachy Pie ist auch klar. Ah ja, genau, das war Peachy Pie, richtig. Ich weiß es wieder. Twilight Sky. Aha. Twily, hast du mir was zu sagen? Was ich noch nicht weiß? So, Beachberry kenne ich. Palm Sweet. Die ist normalerweise weiß mit pinker Mähne, glaube ich. Die sieht sehr schön aus eigentlich. Da jetzt auch. So. Gucken wir mal. Räumen wir die. So, dann kommt der nächste Satz und der letzte. Nee, noch nicht der letzte. Wave 2 nochmal.
Oh, schön. Ein Applejack. In einer anderen Form von Glitzer, genau wie eine Fluttershy mit Applejack-Frisur. Da haben wir sie nämlich. Und eine Rarity, die ein bisschen nicht so durchsichtig ist wie die andere Rarity. Da ist schon ein Unterschied, also es ist heftig. So. Die drei Karten dazu. Von hinten etwas unterschiedlich. Zeige ich sofort. Ja. Sehr nice. So, die drei haben wir weg. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube, 100, glaube ich, sind das. 100 Stück jetzt auf einmal mit der nächsten Tüte. Ja. Kippe ich jetzt einfach mal hier hin. Oh, da ist noch eine Tüte drin, die habe ich gar nicht gesehen. So, alle Ponys raus. Da kommt alle raus. So, das ist die letzte. Ja gut, schön. Ja. Eine Dessie. Mit sehr wenig Glitzer. Aber im matten Finish. Habe ich auch noch nicht in der Form. Dann haben wir die einmal. Auch interessant. So, dann haben wir hier einmal Lovestock. Pinkie Pie mit wenig Glitzer und einem matten Finish in durchsichtig. Zack. Fluttershy ebenfalls in dem Finish. Lyra hatten wir noch gar nicht heute. Hier, der will nicht. Der hat keine Lust. So. Zack. Jetzt muss ich mal gleich was gucken. Ich habe nämlich gerade einen Pony gesehen. Das nehmen wir auch zum Schluss. Seathreel. Und eine Twily. Schöne Ponys. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das passt aber von der Farbe nicht. Das ist Zipperwills Vater. Nightjar. Weil Nightjar hat auf jeden Fall eine Gitarre, aber Nightjar ist grau. Mit schwarzer Mähne. Und er hat eine Brille und einen Bart. Er hier nicht. Deswegen weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall eine Gitarre als Judy Mark. Und Nightjar auch. Bin ich mir zu 1000% sicher. Mal gucken, wie er heißt. Ich stelle ihn mal in die Mitte. So, ist natürlich klar. Erstmal von hinten. Hinten ist alles gleich. Alles gleich. So. Frau Sparkle. Bitterlook. Aha. Schön. Golden Grape. Rainbow Dash. Ribbon Heart. Genau. Berry Shine. Seathreel habe ich ja gesagt. Meadow Song. Aha. Also es gibt doch noch ein anderes Pony. Ach, der hat einen Apfel als... Ah ne, die haben alle Äpfel. Als Hintergrund, okay. Hat aber mit dem Cutie Mark nichts zu tun. Fluttershy. Lyra. Noteworthy. Aha. Sieht aus wie ein männlicher Vinyl Scratch. Ja. Oh. Ribbon Wishes. Ist die hier. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Wave 3. Ja, dann kommen die nochmal zur Seite. Und war es das hiermit auch. Das andere Video werde ich mal anders machen, weil da wohl größere Sachen drin sind. Aber ich versuche das trotzdem erstmal so. Erstmal einpacken. So, jetzt haben wir die letzte Tüte. Da sind zwei Ponys drin. Jetzt muss ich aber mal was nachgucken. Jetzt bin ich aber mal sehr neugierig. Ja, ich dachte es mir nämlich.
Das sollen die Ponys sein. Eine Twilie. Oha, oh, wie geil ist das denn? Ich muss euch jetzt was zeigen, das dauert jetzt eine Sekunde. Die Karten zeige ich euch noch nicht. Jetzt muss ich mal eben zwischen meinen Ponys hier aufstehen. Das muss ich euch zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Sekunde. Bin gleich wieder da. So, ich muss aufpassen, dass ich kein Pony umwerfe. So, ich muss mal alle Lichter ausmachen. Jetzt gucken wir mal. Die können nämlich was. Moment. So. Ja, achso, mein Fernseher ist ja noch an. Sekunde, den mache ich auch mal eben aus. Boah. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Sieht man das? Ich sehe es jetzt nicht, weil das Stativ da drauf ist. Moment. Wir machen das nochmal anders. Sekunde. So. Mal eben anleuchten ein bisschen. Ja. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ich hoffe, man sieht das. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, die leuchten im Dunkeln und das funktioniert wirklich. Ich halte die mal näher ran. Ja, jetzt sieht man es. Ah, mega. Hammer. Twilight leuchtet auch. Aber nicht so stark. Ja, man sieht das in der Kamera nicht so gut, aber ich sehe es ja gerade richtig. Also das ist Hammer. So, Licht wieder an. Fernseher auch wieder an. Wo ist nicht die Fernbedienung? Da hinten. Ja, so, die Sachen lasse ich jetzt erstmal hier liegen, ist ja egal. So. Boah, das war jetzt auch Zufall, dass die zum Schluss gekommen sind. Das wusste ich jetzt selber nicht. Ach so, ich habe das Licht nicht ganz an. So, jetzt aber. Jetzt ist hier hell drin. Wie bei Celestia zu Hause. So, die Karte dazu. Rarity. Na, wird nicht scharf, ne? Doch. Und die Twilight dazu. Also, auf der Kamera, ich weiß jetzt nicht, wie es hinterher im fertigen Video ist, aber die leuchten krass. Die leuchten wirklich krass. So, weg. Schön. Die kriegen einen extra Platz, wo man die auch sehr gut sieht. Also, das gefällt mir. So, dann hätten wir das. Dann mache ich jetzt gleich auch noch ein anderes Video. Dafür werde ich das jetzt einmal kurz stoppen.